Wie kann ich mich durch Marketingkommunikation differenzieren? Eine Möglichkeit dafür ist das Sponsoring und insbesondere das Sports-Sponsoring. Und dieser Markt ist dramatisch gewachsen. Vor Corona waren es ungefähr 41 Milliarden US-Dollar. In 3 Jahren werden es ungefähr 80 Milliarden US-Dollar sein. Und der Riesenvorteil am Sports-Sponsoring ist, es geht um Emotionalisierung. Und dadurch erreiche ich natürlich eine gewisse Einzigartigkeit. Wie hat sich Sportsponsoring in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Die erste Phase war das Mäzenatentum. Da hat eigentlich einfach nur ein Förderer seinen Verein sponsern wollen oder seine Region was Gutes tun wollen, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen. Das ist nicht das, was wir unter professionellem Sportsponsoring verstehen. Sponsoring, da ist es die zweite Phase, da geht es tatsächlich um eine klare Gegenleistung. Und diese Gegenleistung kann einerseits natürlich Bekanntheit sein. Manche Unternehmen machen das, um bekannt zu werden. Dann ist natürlich die Bannensichtbarkeit wichtig, beispielsweise bei Hans Grohe beim Radsport. Oder es geht um das Thema Image. Das heißt, ich möchte einen Image-Transfer erreichen. Das heißt, ich suche mir gezielt einen richtigen Event aus, der eine gewisse Übertragung eines Images auf meine Marke gewährleistet. Aber die hohe Schule des Sponsoring, das ist eigentlich die Aktivierung. Bei der Aktivierung, die kann sowohl physisch vor Ort, das heißt beim Fußballspiel oder beim Sportevent sein, oder sie kann digital vorweg oder auf den Social Media Kanälen während des Events stattfinden. Hier ist es das Ziel, Verhalten der Kunden zu beeinflussen. Und wir haben eine Matrix entwickelt, um verschiedene Typen von Sportsponsoring mit der Aktivierung zu verbinden. Und ich greife einfach mal ein Beispiel heraus, nämlich die Hypo Vereinsbank. Die versucht tatsächlich durch digitale Aktivierung dieser Social Media tatsächlich Conti zu verkaufen, nämlich die FC Bayern Conti und die Card zu verkaufen. Das ist wichtig. Mit anderen Worten, ohne eine digitale Aktivierung segelt die Botschaft ins Leere. Das heißt, wir brauchen immer die Aktivierung im Sportsponsoring.